Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute, oder zumindest in dem ersten Video, habe ich heute schon was angekündigt. Und zwar sind ja bei mir heute zwei Pakete eingegangen. Nun möchte ich sie mit euch zusammen öffnen und da mal reinschauen. Der ein oder andere hatte schon mal für dieses Paket, was aber schon länger zurückliegt und auch teilweise schon in älteren Videos sogar, so weit liegt das alles zurück, was mir hier mal vorgeschlagen wurde, was ich mir jetzt mal nachgeholt habe. Und ich möchte es mal testen und sehen, arbeite ich damit lieber oder auf meine altbewährte Art. Deshalb würde ich sagen, wir haben zwei Pakete zu öffnen. Wir gehen es jetzt mal an. Ich dachte mir, wir öffnen das Ganze mal auf mein Elisio. Mal gucken, ob ich so schon aufbekomme. Ja, das klappt doch. Na, da brauche ich noch nicht mal ein Cuttermesser für. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ja, man könnte auch Lötpistole dazu sagen. Aber das soll für einen anderen Zweck sein. Könnt ihr es erkennen? Nein? Na. Dann kommt man ein bisschen ran. Ich drehe den Koffer mal am besten erstmal um. Ja. Ist das so richtig rum? Ich gucke mal lieber. Nicht, dass mir alles entgegenfliegt. Und wir öffnen ihn mal. Es ist doch falsch rum. Also drehe ich ihn nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Und zwar habt ihr mir der eine erst vor kurzem und dann der ein oder andere schon in einigen oder wo es, das liegt schon einige Videos zurück, sage ich mal so. Und zwar Plastikschweißen. Dass ich zum Beispiel Plastik oder Kunststoff jetzt verschweiße und zwar mit diesen Drahtteilen hier, ne? Ich habe das etwas größere Set genommen. Ich glaube, das lag hier anscheinend drin. Nein, das lag da nicht, aber ich nehme es jetzt erstmal hier weit, so weit raus. Wow. Guckt euch das mal an. Ein Seitenschneider ist auch dabei. Und ganz viel, also ich habe das etwas größere Set genommen mit ganz viel verschiedenen Klammern, sage ich mal, Klammern, zumindest zum Einschweißen, ne? Das sind alles ganz verschiedene und damit möchte ich eben mal versuchen, Kunststoff zu schweißen. Hier ist die Pistole, die sieht aus wie die Lötpistole im Grunde. Könnte man höchstwahrscheinlich sogar so nutzen als Lötpistole. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. 50 Watt hat sie. Ja, zum Löten wäre das auch noch was. Ne? Ja, viel brauche ich da glaube ich gar nicht zu sagen, weil das ist jetzt die Lötpistole. Ich mach das mal so. Die ich jetzt dann verwenden werde. Ne? Ja, also genau, ich kann das sogar so zeigen, hier auf dem Deckel. Ne? Einmal so. Einmal so. Dann hier dieses M-Verfahren. Ne? Und ja, komisch geschwungen. Ne, das Ganze ist dabei und dann wie gesagt noch die Tütchen hier. Das ist dann zum Nachfüllen, also es sind Nachfüllpacks. Ob ich sie natürlich alle brauche, weiß man nicht. Aber
ich kann sagen, ich habe sie da und gehe jetzt mal dementsprechend, gehe ich euch mal nach und nehme das einfach mal an. Ne? Jetzt muss ich natürlich hier nur noch gucken, wie war denn das hier mit meinem Kabel? Ja, so sieht schon ganz gut aus. Erstmal zumachen. Aber wir haben noch ein Paket oder ein Päckchen. Das möchte ich ebenfalls mit euch öffnen. Ich habe das Päckchen jetzt mal auf den Kopf gelegt. Und nein, ganz knapp hier nur. Und ich möchte es jetzt mit euch gemeinsam öffnen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Habe ich was bestellt? Das kommt mir nicht so leicht vor. Aber ich glaube ja. Ich glaube, ich komme jetzt gerade drauf, was ich mir geholt habe. Und das soll natürlich für hier sein. Ne? Das soll für hier drin sein. Eine ganz normale Tüte. Das soll nämlich mein neues Outfit für die Garage sein. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ihr wisst, neu kaufen kann jeder. Aber teilweise Gebrauch kaufen ist manchmal sogar günstiger. Wenn es natürlich noch in einem guten Zustand ist. Wenn nicht sogar einen sehr guten Zustand. Man spart viel Geld. Nachhaltig, ne? Wie man immer so schön sagt. Und da habe ich mir hier für die Garage was bestellt, was ich hier drinne gerne anziehen würde. Das sieht so aus. Und vor allem, es hat eine schöne Weite. Ich kann noch ein Pullover drunter ziehen, falls es doch mal hier richtig frisch drin ist oder ist, kann ich dieses Jäckchen überwerfen, über einen Pullover und möchte diese Jacke gerne für hier drinne nutzen. Warum zeige ich euch diese Jacke? Ja, um einfach auch mal zu sagen, ne, die ist schön elastisch, schön weit und die habe ich Gebrauch gekauft und sie ist in einem tagelosen Zustand, muss ich wirklich sagen. Und wie ich schon sage, oder manchmal sage, das sind richtig Gelder, wenn man sowas neu kaufen würde. Und ich habe einen guten Preis dafür bezahlt und bin auch ganz glücklich darüber. Ja, das wird mein Outfit ganz höchst oder mit höchster Wahrscheinlichkeit für hier drin. Ne? Weil ich möchte nicht alle meine Jacken einsauen. Und ich habe natürlich gerne Abwechslung, ne? Wenn ich mal das ein oder andere Jäckchen hier drin anziehe. Aber ich muss mir langsam angewöhnen, eine Einheitsjacke für nur hier drin zu haben. Und da kamen die mir, glaube ich, ganz recht. Tja, Nachhaltigkeit, sage ich nur dazu. Von daher war es das schon wieder. Ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Gerät sagt. Ob das eine gute Idee von mir war, ich glaube, das werden die meisten sagen. Wir testen es natürlich auch nochmal aus, um zu sehen, ist es so gut, wie ich denke, wie ihr denkt, oder wir schauen einfach mal, bleibt am Ball. Wir probieren das auf jeden Fall einen Tag mal aus. Von daher, habt noch einen schönen Mittwoch und fast Weihnachtszeit oder fast Heiligabend. Es dauert nicht mehr lange. Die Kinder werden sich freuen. Von daher, macht's gut. Tschüss.